Oder eins mit der Information, wir beginnen jetzt mit der Besprechung. So, herzlich willkommen zur 8. Besprechung des LSPD, der LSPD-Zentrale. Ich habe ein paar Dinge auf meinem Zettel, die ich unbedingt loswerden will. Nicht in, also in nicht irgendeiner relevanten Reihenfolge. Das heißt jetzt nicht, das, was als erstes gesagt wird, ist das Wichtigste. Ich werde besonders wichtige Sachen hervorheben. Was mir am wichtigsten ist, weil es mir auch am Freitag nochmal aufgefallen ist und Ihnen vielleicht auch. Ich weiß, dass es gestern nochmal erwähnt wurde von meiner Vertretung Masters. Funkdisziplin. Funkdisziplin, Funkdisziplin, Funkdisziplin. Wir müssen es schaffen, eine Ruhe und eine Gelassenheit in den Funk zu bekommen, der gleichzeitig Informationen wiedergibt, die relevant sind. Arbeiten Sie da an sich selbst. Arbeiten Sie daran, relevante Informationen wieder zu vergeben, ohne lange Vorträge daraus zu machen. Das ist besonders wichtig mit der steigenden Anzahl an Officern. Es gab eine Situation am Freitag, wo es nur noch Geschrei gab. Ich möchte solche Situationen nicht. Wenn das Kollegen gibt, die das tun, achten Sie bitte besonders auf Ihre eigene Funkqualität. Achten Sie darauf, wie Sie mit dem Funkgerät umgehen und was das für andere Kollegen bedeutet. Machen Sie kurzprägnante Funksprüche, wo Sie sind, was Sie machen, was los ist. Es gibt dazu ausreichend Education-Material von der Education. Lesen Sie sich das gerne auf dem schwarzen Brett nochmal durch. Diesbezüglich knüpfe ich an. Wir haben jetzt rund 40 Kollegen insgesamt in diesem PD eingestellt. Das beinhaltet alle Kollegen, ob nun Anfänger oder erfahrene Kollegen, die wiedergeben, dass sie bereits in dem Bereich Polizeidienst tätig waren. Das bedeutet allerdings nicht, dass wir nicht darauf achten, dass diese Kollegen, die angeben, sie haben Erfahrung, auch überprüft werden, ob diese tatsächlich da ist. Das heißt jetzt nicht, dass sie um ihren Job fürchten müssen. Das heißt nur, wenn wir merken oder wenn ich merke, dass sie über ihre Qualifikationen hinaus eingesetzt werden, dann wird sich die Education daran machen, sie nachzuschulen. Und das wird sich darauf auswirken natürlich, wo und wie sie eingesetzt werden. Das ist wichtig. Das heißt, selbst wenn sie als Officer Third Class integriert wurden, schauen Sie sich das Schulungsmaterial an, gucken Sie, ob Sie irgendwo sich selbst nochmal nachbessern und optimieren können und gehen Sie dann weiter in den Dienst. Ich trachte nicht nach Ihrer Marke, ich trachte nicht nach Ihrem Job. Es geht einfach nur darum, die Qualität Ihrer eigenen Arbeit und der Kollegen zu verbessern. Diesbezüglich will ich nochmal auf den Deeskalationsfaktor hinweisen. Deeskalieren Sie Maßnahmen. Schreiten Sie nicht dazu, übermäßige Pit-Versuche anzustreben. Schauen Sie, dass Sie mit dem Einsatz der Waffe konservativ, zurückhaltend vorgehen. Versuchen Sie, sich in den Bürger bzw. eventuell in den Tatverdächtigen als Mensch hineinzuversetzen. Sie müssen ja nicht verstehen, warum er etwas macht. Sie müssen nur verstehen, dass der natürlich auch leben will. Ich habe dazu schon einige Male etwas gesagt. Sie haben vielleicht mitbekommen, dass wir eben gerade eine gigantische Rückrufaktion hatten bezüglich der Polizeifahrzeuge. Diese Rückrufaktion resultierte aus einer quecksilbervergifteten Lichtanlage. Da gab es in Detroit einen Vorfall, wo Officer durch das Aussetzen einer defekten Lichtanlage wohl mit einer zu hohen Dosis von Quecksilber in Kontakt gekommen sind und das aufgrund der Tatsache, dass das durch subventionierte Arbeit in China hergestellt wurde, herausgekommen ist. Diese Fahrzeuge werden jetzt von Paletti und Partner zurückgerufen und sie haben zukünftig natürlich eine größere Auswahl von Fahrzeugen, als wir sie jetzt haben, aber jetzt erstmal nur Zugriff auf Interceptor und Scharniere. Bitte achten Sie darauf, wenn Sie nochmal diese Dreieckslichtanlage sehen in irgendeinem Fahrzeug, das wir vielleicht vergessen haben, machen Sie mich darauf aufmerksam, beziehungsweise, Entschuldigung, machen Sie den Management- und Operation-zuständigen Beamten Marino darauf aufmerksam. So, die nächste Sache. Ich weise Sie weiterhin darauf hin, wenn Sie offene Akten haben, bearbeiten Sie die. Ich möchte nicht so viele Aktenleichen haben. Ganz am Ende ist es sehr unglücklich, wenn Sie von irgendwelchen Staatsanwälten auf etwas angesprochen werden, das seit einer Woche oder zwei Wochen rumliegt. Weiterer Punkt. Rumliegen.
Achten Sie ebenso auf die Fahndungsliste. Wenn Sie 10, 12 machen, Personenüberprüfung, schauen Sie, steht die Person auf der Fahndungsliste. Wir haben auch eine Gefangenenfahndungsliste, da sind 2 Personen aktuell hinterlegt. Und wir haben einen Eintrag für gestohlene Fahrzeuge. Da können Sie auch in die Bürgerakte reingehen und sich das durchlesen. Achten Sie auf die Fahndungsliste. Die finden Sie in dem Aktensystem unter Internes im Reiter Fahndungsliste. Und das Letzte, was ich noch sagen will, ist, ich habe eine Information bekommen, das betrifft die Parkzustände am Golfplatz. Es gibt wohl eine Tätigkeit, die man über diesen Golfplatz ausüben kann, wo Leute unterschiedliche Golfpläne aufheben. Viele von diesen Caddies sind widerrechtlich abgestellt. Und die Personen, die dann den Golfplatz nutzen, beschweren sich darüber vehement. Also wenn sie regelmäßig mal beim Golfplatz vorbeigucken können oder immer mal und schauen, ob da Wildfahrzeuge abgestellt werden, haben sie das im Auge und beschlagnahmen sie die dann einfach. Das muss da nicht rumstehen und die Leute da stören. Die Information habe ich heute bekommen. Gut, das ist alles, was ich so erstmal habe. Hohe Priorität, Funkdisziplin, wenn das noch nicht angekommen ist. Absolute Priorität. Wir müssen da besser werden. Einfach, damit sie mehr Informationen in kürzerer Zeit übertragen können. Hat jemand eine Frage? Oder eine Anmerkung? Ja, zu dem Thema Funkdisziplin würde ich dann auch gerne noch hinzufügen. Wir hatten vorhin wieder eine 1043. Denkt bitte daran, Dispatches regelmäßig rauszusenden, weil dann die Kollegen nicht folgen können und nicht wissen, wo sie lang donnern. Und dann kommt man da nicht hinterher. Also bitte immer daran denken, zum Funkspruch vielleicht nicht nur den Ort, sondern auch den Dispatch mit rauszuschicken. Ja, achten Sie dabei darauf, dass Sie die Dispatch-Funktion in einer Regelmäßigkeit benutzen, die nicht im Rahmen von einer Sekunde sein muss, sondern alle 7-8 Sekunden mal einen Dispatch rausschicken. Lüg, Sie wollten was sagen? Ich dachte, ich glaube, sollten wir erstmal gucken gehen. Ja. Los. Ja, dann gehe ich da mal mit. Ich da alleine gehen, Kollege. Das kommt von draußen. Das ist überall draußen, Mann. Richtung Stadt. Können Sie nicht alleine in die Gassen immer zu zweit unterwegs sein? 01 mit deiner Information, bleiben Sie jetzt bitte zusammen und es kann sein, dass das aus der Richtung Stadtpark kommt. Wir werden das jetzt aber nicht direkt aufklären, wenn Sie nicht in unmittelbarer Umgebung etwas finden, sofort zurück und die Besprechung beenden. Nur in der direkten Umgebung durchsuchen, wenn Sie da nichts sehen, kommen Sie zurück. Sie sind gleich wieder auf Streife. Wir beenden jetzt erstmal die Besprechung. Einbahnstraße Richtung Stadtpark aus, sauber. Auf den Dächern konnte ich soweit auch nichts erkennen. Das war viel zu nah dran. Ich sage, das war jemand in der Eingangshalle, der rausgegangen ist, geschossen hat und wieder reingekommen ist. Einfach weil es lustig ist. Das war direkt vom PD. So, Lüg, Sie wollten noch was anmerken. Absolut richtig. Zum Thema Funken noch eine Kleinigkeit nur. Man muss auch Prioritäten setzen beim Funken. Es ist sehr löblich, wenn Sie 10.8 funken wollen oder sich 10.41, 10.42 melden. Achten Sie doch darauf, was gerade im Funk abgeht. Wenn natürlich ein Verfolgungsjagd stattfindet, dann kann das ruhig auch warten. Dann kann man das auch direkt mit der Leitstelle besprechen, anstatt dann den Funk unnötig vollzustopfen. Und eine andere Kleinigkeit, da hatten wir gestern einen unangenehmen Fall. Wir machen alle Fehler, das ist kein Problem. Geben Sie das ruhig zu, wenn Sie einen Fehler machen, dass wir nicht den Leuten hinterherrennen müssen, wenn ein Fahrzeug verunfallt ist oder zum Beispiel vergessen wurde, eine Tür abzuschleppen. Das ist Tür abzuschließen natürlich. Kann man alles regeln, machen Sie das einfach und aus Fehlern lernt man. Ja, Mr. Lüg spricht da etwas Richtiges an, was ich Ihnen auch so sagen will, was ich Ihnen auch so nochmal versichern kann. Und ich denke, gerade für Officer, die hier schon mal Fehler begangen haben und von mir konfrontiert wurden, deswegen. Ich trachte nicht danach, Ihnen dann die Marke sofort abzunehmen, sondern es geht darum, dass Sie sich verbessern und diese Fehler nicht mehr passieren. Solche Sachen dienen nicht dazu, Ihnen ein Bein zu stellen und damit ist alles erledigt. Das passiert hier nicht. Die Herangehensweise habe ich nicht und ich glaube, Sie sehen das auch. Das heißt, wenn was passiert, melden Sie sich.
Wir sprechen das durch und dann ist das soweit in Ordnung. Sonstige Anmerkungen? Ich hätte noch ganz kurz für die 1043 was anzumerken. Die Editierung der Akten. Wenn da mehrere Streifen an die 1043 fahren, vielleicht mal ein bisschen taktisch vorgehen, nicht wie die Lemminge 5 Fahrzeuge hintereinander auf diesen 1043, sondern vielleicht die Himmelsrichtung nutzen, taktisch Seitenstraßen oder den Weg woanders abzusperren. Das wäre vielleicht ganz gut. Masters, sagen Sie mal Ihren Punkt bitte, den Sie mir gerade vorgetragen haben. Die Editierung Danke, der Marino. Akten. Ja, es ist nun, damit Sie vielleicht noch verstehen, wir haben aktuell Probleme mit dem richtigen nachverfolgbaren Editieren von Akten. Die Staatsanwaltschaft hatte leider einen Fall, wo die darauf aufmerksam gemacht wurden, was eigentlich nicht deren Bier gewesen ist. Ich habe gerade dazu auch schon eine Notiz auf das schwarze Brett gemacht. Für Sie gilt in Zukunft, wenn Sie Aussagen oder Kommentare in die Akten schreiben, geben Sie bitte Ihre Dienstnummerkürzel an und achten Sie darauf, dass Sie nicht fremde Aussagen aus Versehen manipulieren. Also Sie schreiben in die Akte eine Aussage oder ein Kommentar, irgendetwas, was relevant ist. Immer das Kürzel dazu schreiben Ihrer Dienstnummer, damit wir wissen, der Officer hat ja das eingetragen. Das ist auch wichtig, damit die Staatsanwaltschaft weiß, an wen sie sich wenden muss. Gut, dann war es jetzt mit der Besprechung. Sie können wieder rausfahren. Vergessen Sie es mit dem Golfplatz nicht. Vielleicht unregelmäßig mal vorbeischauen und halten Sie ein Auge auf im Stadtpark, wenn da Schüsse fallen. Treten Sie weg. Ja, alle Officer, die auf Streife gehen wollen, bitte bei der Leitstelle melden, direkt zur Einteilung. Ja, bitte. Officer, Sie müssen auch mit mir sprechen, Sie können nicht nur hier stehen. Verzeihung. Besser so? Ja, Jan Gehört, was gibt's? Es geht um die Nachricht, die ich Ihnen zukommen lassen habe, bezüglich des MDs. Haben wir da irgendwie Neuigkeiten bekommen? Welche Nachricht meinen Sie genau? Ich kriege sehr viele Nachrichten am Tag. Dass heute eine Blutspendenaktion stattfinden soll und wir haben jetzt einen Tipp bekommen, dass die Uni-Familie heute eventuell zuschlagen könnte und dass wir dann halt ein bisschen Polizeipräsenz bei der MD zeigen sollten. Das können wir über die Leitstelle gleich noch reingehen. Ich habe es jetzt in der Besprechung nicht gesagt, aber Okay. Wir geben das einfach über die Leitstelle nochmal dazu. Ich gehe nochmal zur Leitstelle. Danke für den Hinweis. Gut, danke. Schlongberg und Partner warten im Foyer auf Sie. Soll ich Sie nach hinten bringen? Schlongberg und wer? Die Anwälte Schlongberg und sein Partner. Ich brauche mit keinem Anwälten sprechen. Was wollen die? Weiß nicht, ich wollte mit ihnen reden. Die sagten, Sie sind für den Chef da. Ich habe keinen Termin mit denen. Gut, wunderbar. Dann schicke ich die da weg. Okay, ja, perfekt. Hey, hallo. So. Sagen, Sir. Oh Gott. Geht um eine Beschlagnahmung eines Fahrzeugs. Da wollten wir mal mit einer Person drüber sprechen, die auch was zu sagen hat. Marino, ja, ich habe keine Zeit für Sie, tut mir leid. Marino, geben Sie mal... Ich habe Sie auch nicht gefragt. Ja, ich bin der Chef. Ich möchte ja nicht mit dem Chief of Police sprechen. Ja, bitte, Moment. Das ich eine Ebene zu, Moment, oder? Bitte, Moment, bitte. Marino, kommst du kurz mal beiseite? Ja. Und da hat irgendjemand Pintero gehoben, glaube ich. Machen Sie noch mal einen Funkspruch über die Leitstelle, dass heute eine Blutspendenaktion ist oder ein Event beim Krankenhaus und dass sie dass die Streifen da immer mal vorbeifahren sollen, ja? Mach ich. Ja. Super, danke. Warum kommen jetzt diese dämlichen Trottel mit ihren dummen. Also, Leute, da sitzen halt diese gesichtstätowierten Superkriminellen, die auf Crip-Basis in ihrer Supercrime-RP rein sind. Und stehen mit Anwälten in der Lobby und beschweren sich darüber, dass ein Fahrzeug beschlagnahmt wurde. Das ist nicht wahr. Ich hasse es nicht. Oh Gott, fucking deutsches Allmann-Gangster-RP. Ich hasse es so sehr. True Original Gangsters. You're making sure it's the DSGVO-konform. Was machen wir heute noch, bevor wir eine Schießerei machen? Ey, lass mal zu einem Anwalt gehen und lass mal ein beschlagsamtes Fahrzeug vom Polizeidepartement mit der Judikative zurückholen, Bro. Halt deine Fresse. Oh. Ey, das ist auch etwas, das nie aufhören wird. Das wird sich nie ändern. Original Gangsters.
making sure we are sounding like the Mexicans, but handling it like Almans with Socken in den Sandalen. Jetzt kommen die Bewerber, glaube ich. Kündigen gerade in der Lifestyle an. Huckleberry, arbeiten, nee, oder Masters, hier arbeiten jetzt wahrscheinlich die Bewerber ab, haben? Jawohl. Sie arbeiten jetzt die Bewerber ab, wahrscheinlich, haben? Ja, ich warte darauf, dass sie die quasi einstellen. Masters wartet, ersetzt sie, falls ihr Termin früher ist, oben hin und dann erzähle ich denen schon ein bisschen was. Ach so, ja gut, nee, ich dachte, ich wusste jetzt nicht, ob das jetzt noch Gespräche sind, oder ich glaube, Masters hat mit allen schon gesprochen. Okay, dann wird er mir die wahrscheinlich ausliefern gleich. Alles klar. Ja, wie gesagt, wenn sie sie jetzt wollen, müssen sie mir Bescheid sagen, dann sage ich dort Masters. Nee, nee, ansonsten alles gut. Ich bin ab. Kleine Information. Ja gut, dann machen wir es nach dem Termin. Weil ich bin jetzt gleich nicht mehr da. Alright. Tatsächlich gibt es Ganganwälte, also rein RP-technisch gar kein Gang-Fail. Ja, doch, natürlich ist das ein Fail. Weil die Leute mit ihren Anwälten zusammen auftauchen, um dann irgendwelche Sachen zu machen. Und es ist ein absoluter Fail, weil es halt so bodenlos Parallelwelten sind. Die kommen nicht her, weil ein Homie von denen im Knast ist und die den rausdrücken wollen, weil irgendwelche Polizeischeiße, sondern weil ein Auto beschlagnahmt wurde. Also, weißt du, in der Authentizitätsliste, das ist übrigens ein Crash, in der Authentizitätsliste ist das bei mir so auf minus 20. Das ist nicht so, dass das hier diese Rap-Artist-Mexikaner-Gangs, die sie sind, nicht irgendwelche Anwälte haben können. Aber es ist halt so, ja, also wir hatten da so einen Polizeibesuch und die sind zu oft bei uns vorbeigefahren und da wollen wir uns jetzt auch wehren. Halt's Maul. Na? Wenn du so auf harten Hund machst und das alles Street ist und alles Credibility, kommst du doch wegen so einer Scheiße nicht. Dann kommst du doch nicht, weil dann stehst du doch nicht mit deinem lächerlichen Pendejo-Anwalt vor der Tür und tust einen auf Dings. Das sind diese Leute, die immer auf, also wirklich, das habe ich aber auch noch nie authentisch gesehen, so, oder ganz selten. Dieses Crime-Ding, da verlaufen sich so viele Leute drin. Das ist halt einfach Bushido-Snitch-RP, so, da gehst du halt einfach, da wirst du halt auch einfach nicht ernst genommen. Kotzt deinen auch an, ey. Wirklich, manchmal denke ich mir, ach Leute, ist ja nicht so, dass du keinen Anwalt haben kannst, wenn du vor Gericht bist, aber warum denn sonst? So. Sind wohl jetzt alle Autos raus? Nimmt den Deutschen nicht das Auto weg. Das kann natürlich auch sein. Da würde ich natürlich dann auch drauf sensibel reagieren. Und dann kommen die noch mit ihren Elektroautos, die Schweine. Howdy, Chief. Yes. Die Sache mit dem Golfplatz, kam das zufällig aus der Richtung Chief Justice? Ja. Okay. Ja, der hatte da oben uns angefordert, heute Mittag. Ja. Wir müssen da ein bisschen aufpassen, der ist diese, ich kann das gar nicht in Worte fassen, das sind halt irgendwelche halbkriminellen Tätowierten, die da mit ihren Caddies über den Golfplatz jagen und da wohl für irgendwen in der Nebentätigkeit arbeiten. Der ist sie aber relativ hart angegangen und die kamen nicht gut damit zurecht, dass ihnen jemand in einer eloquenten Sprache überlegen war. Da sind durchaus... Also es entstand der Eindruck, dass die da eventuell gegen vorgehen möchten. Ja, also es gibt eine Menge Ziele für Kriminelle, denke ich. Und ich glaube auch, dass sie recht haben. Ja, scheinbar sind das jetzt auch Golfbälle, Sir. Aber nee, Ziele, die Golfbälle sind gar nicht das Ziel. Ich denke, wenn die wenn die gleichzeitig die Kompetenz haben, regelmäßig zu atmen, ohne sich darauf zu verlassen, dass es ein Reflex ist. Und dann noch existieren und meinen, sich irgendein Ziel suchen zu müssen für ihre kriminelle Energie, dann würden sie es vermutlich hinkriegen, sich nicht darauf zu konzentrieren, den Chief Justice ans Bein zu pissen. Weil der direkten Einfluss darauf hat, wie lange, wie viel und wie unbedingt schnell du aus der Direktbetreuung des Polizeidepartements kommst. Also es gibt eine Menge Leute, mit denen ich mich hier anlegen würde. Also als Kleinkrimineller. Aber das ist keiner. Und für den Fall, dass es jemand tut, ich glaube, es muss passieren, damit die sehen, dass man das nicht tut. Alright, weil der Mann hat halt gar keine Sicherheit oder irgendwas dabei gehabt. Der lief da rum, hat mit seinem Golfschläger seinen Spaß gehabt und hat denen erzählt, wie arm die alle sind. Was zutrifft. Aha.
aber gefährlich ist. Ich habe dann für seinen restlichen Golfkurs eine Streife da oben gelassen. Naja gut, warum fahren die denn auch? Was glauben die denn, was passiert, wenn die an einem Golfplatz sind? Hey, das scheint für die irgendeine Art zu sein, Geld zu verdienen, weil... Ja. Weiß nicht, warum die das machen, Chief. Ich kann das nicht mir vorstellen. Ich habe einen anständigen Job, verdammt. Ja. Alright. Ja, aber der Chief hatte gestern, also Chief Justice, gestern auch ein Fahrzeug von uns hier behalten lassen, das wir der Gruppe wegnehmen konnten, die den Officer niedergestochen hat. Wir haben nochmal, wiederholen Sie das. Also gestern wurde ein Officer niedergestochen nach einer Verfolgungsjagd. Stil. Okay. Und die haben, nachdem sie die Verfolgungsjagd quasi verloren haben, weil sie in ein Parkhaus gefahren sind, die Vollidioten, mussten die alle aussteigen, weil wir das Parkhaus unten natürlich zugemacht haben, sind weggerannt. Stil, Bullock und so weiter sind denen zu Fuß hinterher und Stil hat's erwischt. Ja. Auf jeden Fall haben wir das Fahrzeug dann hergebracht, weil die das auch noch angelassen haben und es war nicht angemeldet. Und der Chief Justice hat dann beschlossen, dass wir das hier erstmal behalten sollen. Ja. Jetzt ist aber weg. Steht nicht mehr unten. Ich weiß nicht, ob irgendein Kollege das abgeschleppt hat oder ob die das heute Nacht rausgeholt haben. Aber kann man nicht, ist ja zu. Merkwürdig. Sir, wenn Sie kriminell sind, glauben Sie, dass ein Rolltor Xingbao Sie aufhält? Haben wir eine Identifikation irgendwie? Haben wir. Habe ich mit Masters gestern noch besorgt. Wir haben da ein bisschen... Natürlich, wir haben nur den einen erwischt, der den Officer angestochen hat. Die anderen sind entkommen. Aber wir haben dem gesagt, dass das Fahrzeug wollen wir natürlich zurückgeben. Er sollte den Halter anrufen, der kann es hier abholen. Naja, dann kamen wir hier hin und wir haben den natürlich festgenommen. Als Mittäter. Das heißt, die sind in der Akte. Und welche Akte ist das? Muss ich einmal gucken, Sir. Ich wollte neben Sie. Ja. Körperverletzung gegen Beamte? Richtig. Messerangriff auf Offizier, hat er, glaube ich, geschrieben. Ah, uff. Okay, Täter. Romeo Diaz. Oh, das sind diese Mexikaner hinten von dem Taco-Laden, ne? Ja, yeah, right, genau, die waren das. Der Chef von dem Taco-Laden sogar war dann auch der Halter des Fahrzeugs, so ein goldener SUV. Und die haben jemanden angegriffen? Ja. Die haben wir bei einem Shopraub gestellt. Die sind dann geflüchtet in dem Fahrzeug. Die haben, wie gesagt, verfolgt. Die sind in ein Parkhaus gefahren mit nur einer Ein- und Ausfahrt. Die haben wir zugemacht. Daraufhin sind die alle rausgesprungen aus dem Wagen. Und einen haben sie weggerannt. Ja, den haben wir auch nur gekriegt, weil er so dumm war, umzudrehen und mit einem Messer auf den Officer zuzurennen. Der war maskiert zu dem Zeitpunkt auch. Richtig. Aber das ist ja egal. Wir haben den ja an Ort und Stelle demaskiert. Okay, klar. Also wenn die Staatsanwaltschaft das nicht zuweisen kann, dann... Ja, genau. Und wer war der Mittäter oder einer der Täter, Mittäter? Ja, der Halter von dem Fahrzeug, weil laut Staatsanwaltschaft der Halter für die Handlungen, die mit seinem Fahrzeug getätigt werden, mitverantwortlich ist. Und wer ist der Halter des Fahrzeugs? Masters. Wir haben doch gestern den Halter festgenommen. Der Halter ist ermittelt worden von den Staatsanwälten und der zugehörigen Streife. Der Name ist mir jetzt so nicht geläufig. Das ist aber der Herr mit dem weißen Tanktop, der gerade auch vorne im Bereich stand. Der steht nicht in der Akte drin. Doch, Marino hat den Namen gestern aufgenommen. Das muss drin stehen, weil er sagt... Hier stehen keine Mittäter drin. Ich bin auch gerade in der Akte. Gut. Das lässt sich dementsprechend klären. Ja, Mittäter stehen wirklich nicht drin. Dann muss die Akte dementsprechend nochmal bearbeitet werden. Wir hatten insgesamt 3 Personen, die daran entweder beteiligt sind oder zumindest die Mittel zur Verfügung gestellt haben. Und im Falle des Fahrzeugs, da hatte ich gestern mit Chief Justice Burke noch ein Gespräch drüber, ist der Halter des Fahrzeugs, insofern es für ein Verbrechen genutzt wird und er an den er es verliehen hat, nicht preisgeben möchte, mitverantwortlich für das, was mit seinem Fahrzeug getan wird. Genau, jetzt tragen Sie bitte den Mittäter da noch ein. Marino muss den ja noch haben. Ja. Da gehe ich sofort hinterher. Ja. Draußen steht Mr. Bradford. Das war der Herr, der wohl ein Anstellungsverhältnis hatte am Freitag, Sir. Ich versuche ihm nochmal einen Job anzugeben. Ich habe ihm rechts. Gesagt, das ist seine letzte Chance. Korrekt, Sir. So, Mr. Bradford. Ja, Sir. Okay, versuchen wir es nochmal. Ja, mach das. Aha. Tatsächlich funktioniert. Masters, ich muss jetzt auf den Termin, ja? Gut, yes. Halb, eher Viertel vor, kann ich noch mal mit Ihnen rechnen? Halb oder Viertel vor.
Wunderbar. Wir haben es. Diese kleinen Penderos, Alter, von diesem Takoladen, ey. Wir sind voll auf Stress am Machen. Mal gucken, wohin die Reise geht, ey. Mal gucken, wen man da zuerst an die Karre pisst als Organisation. Ob es der Gruppe ist. Codename Taco. Oder, es sich am Ende um die O'Neills handelt. Ah, die haben eine Schießübung. Chat. In Deckung! Oh Gott! Schießerei! Ja, gucken wir mal, ob das besser wird jetzt mit den Crashes, ne? Also, ich glaube, es ist ein Müh besser geworden. Aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt an dieser enormen Spieleranzahl ansieht, weil laut dem, was ich gelesen habe, sind wohl 175 Leute am Freitag eingereist. Was ja ziemlich wild ist. Und jetzt heute nochmal welche. Also ist schon krass. Das sind knapp 200 Leute mehr. Wir schauen mal. Ja, das mit der Beleuchtung ist jetzt erstmal so, aber das Wichtigste bei sowas ist immer, und das gilt, das ist die Performance, ne? Manchmal kriegt man auch noch performante Pakete hin bezüglich Beleuchtung oder sowas. Aber das kann man halt erstmal nicht machen. Kann ich Ihnen helfen? Sir? Kann Sie nicht verstehen, Sir. Beherrschen Sie... So, entschuldigen Sie, ich habe eben gerade beim Motorrad vorne Fliege verschluckt, nicht? Das hat noch ein bisschen Hals gekratzt. Mhm. Hat's geschmeckt? Ja, nee, nicht ganz so, nicht? Das war nicht so ganz die Leckere. Mhm. Wissen Sie zufällig, ob das Immobilienbüro heute aufhat? Ja, aber ich weiß nicht, ob Sie ohne Termin da überhaupt irgendwas bekommen. Am besten rufen Sie doch mal an bei 321. 321. Das ist das Immobilienbüro, was Sie in Los Santos haben. Ja, wunderbar. Vielen Dank, der Herr. Super, gerne. Schönen Tag noch. Jo. Hallo, der Herr. Einmal den Personalausweis bitte, der Herr. Der Herr, können Sie sich vorstellen, warum wir Sie angehalten haben, der Herr? Manchmal denke ich, dass 99% der Spieler vorher in ihrem beruflichen Leben Butler waren. Hallo, der Herr. Monsieur, der Herr, guten Tag. Hallo, der Herr. Wie ist das mit Korruption? Ist das auf bestimmten Posten verboten? Nee, aber ich werde keine Korruption betreiben, weil ich weiß, was für eine Position das ist. Abend. Sir? Kann ich mal bitte Ihren Führerschein haben? Mein Name ist Manfred Lentsch, ich bin Chief of Police und Sie haben hier gerade gegen die Fahrbahn auf der linken Spur geparkt, obwohl Sie hätten einfach links rumziehen können. Haben Sie einen Personalausweis? Natürlich noch. Einen Moment. Eine Sekunde. Bitte, mein Ausweis? Mhm. Können Sie mir den nochmal zeigen, bitte? Ja. Scusi. Bitte? Ah. Mr. Welling. Oui. Haben Sie auch einen Führerschein? Oui. Einen Moment, das ist die andere Hosentasche. So, bitteschön. Alles klar, Mr. Welling. Oui. Sie arbeiten für Go Postal? Ja, zurzeit als Aushilfe, ja. Gut, dann würde ich Ihnen empfehlen, kriegen Sie erstmal hier alles wieder. Wenn Sie das nächste Mal einen Beamten sehen oder jemanden, der Sie anmutet, versuchen Sie sich zumindest zu dem Zeitpunkt an die Straßenverkehrsordnung zu halten, ja? Ja, pardon, das ist gerade so mein erstes Mal und ich weiß nicht, wie der Chef drauf ist, wenn ich das nicht rechtzeitig hinterher bekomme. Ja, ich kann mir das verstehen, ja. Sie sind auch unter Zeitdruck und so weiter und so fort.
Oui. Aber darum gebe ich Ihnen ja auch keine Strafe. Ja? Oh, merci. Einfach nur, damit Sie es wissen. Alles klar? Okay, merci. Dann, schönen Abend noch. Ihnen schönen Abend noch. Au revoir. Mr. Fast nehme ich an. Ja, Herr Lensch. Wundervoll. Meine Kollegin hat gerade noch Handyprobleme und dann machen wir uns direkt auf den Weg. Naja, haben Sie eigentlich tatsächlich Ihr Büro mal besetzt? Also ich fahre immer öfter mal vorbei, aber es ist nie wirklich offen. Sie sind viel also unterwegs, Herr Lensch, ja. Ich sage Ihnen, ein guter Makler ist nie im Büro, der ist immer unterwegs. Ja, gut. Aber meistens erreichen sie uns immer über Ledger, es sei denn, es rufen wieder so viele Leute an, dass alles besetzt ist. Ja, ich verstehe schon. Ich habe es die letzten Tage versucht oder auch davor. Kein Durchkommen. Keine Chance. Wie läuft das Geschäft? Deswegen sehr gut momentan. Also Herr Berg ist zufrieden, Herr Sullivan ist zufrieden. Heute wieder ein Haus verkauft. Was machen Sie so? Machen Sie so mehr Leasing, Miete oder mehr Verkauf? Aktuell mehr Leasing-Miete. Okay, weil die Leute noch nicht das Kapital haben, sich auf irgendwas festzusetzen. Richtig, also wir rechnen auch nicht damit, dass jetzt in den nächsten paar Tagen oder Wochen jemand direkt kommt und ein Haus kaufen möchte. Und Sie, gibt es denn Gebäude, die man nur verkaufen kann und nicht vermieten? Hallöchen. Schönen guten Tag. Quasi aktuell fast alles, was wir so oben in den Hills, Rockford, ist alles nur zum Mietkauf kaufen. Oder Kauf. So separate Häuser, die man sich nur anmieten kann, da sind wir gerade auf der Suche nach. Ah, okay, alles klar. Das wird aber wahrscheinlich eher so in die Richtung Vespucci oder sowas. Was, wie war der Name Ihrer Kollegin? Montes. Ah, Frau Montes, Manfred Lensch, hallo. Wir haben noch nicht Hallöchen. Miteinander gesprochen. Nee, noch nicht. Alles klar. Gut, ja, dann ziehen Sie Ihr Programm durch. Ich werde als Beifahrer fungieren. Ich bin nebenbei natürlich noch ein bisschen im Dienst, Sie sehen das vielleicht, aber ja, die Zeit habe ich mir jetzt einfach genommen, um das jetzt über die Bühne zu kriegen. Natürlich. Ja. Dann werden wir uns jetzt erstmal das Interieur angucken, was wir bei Ihnen vorgesehen haben. Damit Sie das auch gesehen haben. Danach ist eigentlich nur noch Papierkrieg. Das Gebäude kennen Sie ja schon oder wollen Sie sich das nochmal angucken? Nee, das Gebäude kenne ich schon. Okay, dann ist danach nur noch Papierkrieg. Die Einrichtung und Papierkrieg, genau. Ja. Alles klar. Gut. Na dann auf. Ich setze mich mal mit nach vorne, ja? Ja, tut mir leid. Machen Sie ruhig. Wenn Sie funken oder telefonieren müssen, ist das auch gar kein Problem. Ja, das werden wir sehen. Wie läuft die Arbeit, Herr Lensch? Tja, ich bin ausgelastet, würde ich vielleicht mal sagen. Ach, Sie auch. Sehr gut. Naja gut, das ist natürlich jetzt gerade, Sie werden wahrscheinlich noch ein Maß an Arbeit haben, das uneinschätzbar erscheint, weil unterschiedliche Leute unterschiedliche Immobilienvorstellungen haben. Ja. Aber wir bauen ja hier in Los Santos gerade noch ein ganzes Polizeidepartement auf. Und das ist äußerst... Gleich eine andere Hausnummer. Naja gut, das ist eine andere Arbeit, ja. Ich will ja jetzt niemanden... Jeder soll gucken, wie er das am besten macht, was er macht. Ich muss jetzt hier niemanden schlecht reden, weil meine Arbeit mir schwieriger erscheint als ihm so. Also sie werden da schon gut zu tun haben. Also ich denke mal, jeder hat seine Herausforderung. Ja. Dann sind wir auch schon da. Kleiner Moment, ich muss kurz ans Handy gehen. Herr Regan, was kann ich für Sie tun? Wollen wir kurz auf den Kollegen warten? Ja, wir können warten, das ist kein Problem. Nein, aber ich denke halt mal, so wie wir unsere Herausforderungen haben, so haben Sie Ihre eigenen Herausforderungen. Ja, was sind so, Herausforderungen von Ihnen? Im Endeffekt sind es zum Beispiel die Kundenvorstellungen. Natürlich, jeder Staat hat wahrscheinlich so seine eigenen Immobilienpreise und auch seine Schwankungen. Aber was halt leider Gottes vermehrt ist, dass man sich vorstellt, dass man in ein riesen Anwesen ziehen kann, wirklich in ein Anwesen, für fast nichts. Und das funktioniert halt nicht. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon am absolut obersten Ende der Nahrungskette, was Verdienst angeht. Und ich bin auch, ist kein Schnäppchen, sagen wir mal so. Willen und Anwesen sind keine Schnäppchen, nein, aber im Endeffekt haben wir eigentlich für jedes Portemonnaie halt etwas. Ja. Oder für jede Gehaltsklasse etwas, nenne ich es mal. Ja, ja. Manche Dinge muss man sich auch vielleicht ein bisschen als Ziel sehen. Man muss ja nicht dorthin, wo man einzieht, für immer wohnen bleiben. Ja, das man kann ja im schlimmsten Fall auch nochmal sparen, mit uns vielleicht einen Rückkauf vereinbaren und dass wir das dann halt auf die neue Immobilie anrechnen. Naja. Haben Sie auch schon sich Gedanken gemacht über Schuldner und Nichtzahlungen und so weiter? Natürlich. Nicht. Also. Also wir haben drüber nachgedacht, aber wir sind noch nicht einig geworden, wen wir dafür nehmen. Dein ist Immobilienfass, wie kann ich Ihnen helfen?
haben wir in unserem wir müssen niemanden nehmen. Sie gehen zur Polizei, wir haben einen Gerichtsvollzieher. Ja, okay, das ist gut zu wissen. Also was wir halt in unseren Verträgen drin stehen haben, ist zum Beispiel, wenn man halt nicht zahlt, die Mahnung, die Mahnkosten und dass man dann natürlich halt auch im schlimmsten Falle bei Nichtmeldung halt geräumt wird. Ja, also für Sie nur, ich weiß ja, das wird dann wahrscheinlich Private Law sein. Ne? Sie werden ja Verträge machen. Ja. Und dann wird gesagt, hier, so und so sieht's aus. Da müssen wir agieren. Und dafür gilt, wenn Sie den Titel erwirkt haben, kommen Sie zum Polizeidepartement. Wir haben Gerichtsvollzieher dafür. Ah, das ist gut zu wissen. Ja. Ja, dann nach Ihnen. So, Herr Lentsch, das wäre das Interieur, was wir bei Ihrer Immobilie, was gerade ausgebaut wird. Mhm. Schön groß, haben wir hier zu unserer Linken. Mhm. Haben wir ein Arbeitszimmer? Ah ja. Mit Internetanschluss, vielleicht kriegen Sie es sogar, wenn Sie mit der Stadtverwaltung reden, sich einen Zugang legen zu lassen in Ihr Aktensystem oder sowas. Ja, für die Verwaltungsarbeit. Genau. Denn wenn Sie sich umdrehen, können Sie sogar theoretisch Ihre Waffen zu Hause bunkern. Das geht auch. Extra für Sie. Oder halt Schmuck, Wertgegenstände. Oder so. Oder Waffen. Perfekt. Oder Waffen. Gut. Ja. Dann schön. Gehen wir weiter. Mhm. Dann kommen wir zu unserem schönen großen Wohnzimmer mit einer kleinen Sitzecke und einem großen Sofa. Ja, nichts so anderes klein, empfangen. Ja. Mhm. Genau. So, naja, also Ihr Grundstück ist nicht klein, also die Inneneinrichtung erst recht nicht. Dann haben wir hier unsere schöne offene Küche mit Kaffeeautomaten integriert. Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank, Weinregal, alles, was das Herz begehrt. Mhm. Sie haben sogar ein Teleskop. Das heißt, Sie können theoretisch auch von draußen beobachten, was Ihre Kollegen tun. Ja, oder ich mach's nicht. Oder nicht. Ich bin zu Hause, ich muss dann nicht noch auf die Arbeit schauen. Deswegen, dann lieber auf dem Fernseher. Ach, auf dem Fernseher. Ich hab kurz nicht gemerkt. Mit dem Teleskop werde ich den Fernseher auch nicht angucken. Ich denke, das brauche ich auch nicht. Warum nicht? So groß ist die Immobilie nun nicht, dass der Fernseher so weit weg sein kann. So, dann kommen wir hier nach unten ins Schlafzimmer. Hm. Ist offen. Holy shit, das ist richtig schön hier. Auf jeden Fall, ich finde es gemütlich. Ja, gemütlich nicht, aber sehr schön und geschmackvoll eingerichtet. Das auch, ja. Haben wir hier noch ein Radio, ein bisschen Kunst. Sie haben bestimmt viele Anzüge, Herr Lentsch, oder? Ja. Na, dann kommen Sie mal mit. Dann haben Sie ab jetzt auch genug Platz, die alle einzuräumen. Das habe ich. Wow. Kleinen Moment, Telefon. Lensch? Ja, Chief, hier Krüger. Krüger. An der Leitstelle stehen ein Herr Fuller und ein Herr Johnson, richtig? Mhm. Die sagten, sie hätten einen Termin mit Ihnen. Von was sind die denn? Bewerbungstechnisch. Ja, da können Sie sich gerne an Masters wenden. Ich bin gerade nicht da, der weiß Bescheid. Gut, alles klar. Danke. Dann kommt gleich. So, entschuldigen Sie, so. Ja. Riesig und wird gebraucht. Ja, sehr gut. Dann haben wir jetzt noch zum Abschluss. Das Bad. Genau, ein kleines, aber finde ich feines Bad. Entweder können Sie sich hier. Ich weiß nicht, in welchen entspannen. Vorstellungen Sie sagen klein. Ich habe eine separate riesige Badewanne und ein separates den Duschbereich mit dem größten Duschkopf der Welt. Das ist, also klein ist das kann nicht. Ihnen helfen? Mit einer schönen Wasserfalldusche. Einfach runterrieseln lassen. Genau. Ich bräuchte die Badewanne gar nicht. Ja. Ja, nice to have. Aber mal zum Entspannen. Mein Gott, besser haben und nicht brauchen. Wir brauchen und nicht haben. Mhm. Sie sind der Herr Pinsel, richtig, genau. Aber hier lässt sich auch gut leben. Da gehe ich mal von aus. Ja, wir haben momentan echt viel zu tun. Ich bin quasi auch gerade noch in einem Kundentermin. Deswegen, ich versuche sie heute noch zu erreichen. Die sind auch relativ weit oben. Gefällt mir sehr gut. Tatsächlich auch farblich auf mich abgestimmt heute. Ja, das freut mich doch. Als hätten sie es gewusst. Naja. Ja, also wo waren wir stehen geblieben? Wir waren bei Dings gestehen. Also wenn Sie einen Titel erwirken, kommen Sie zur Polizei und dann Gerichtsvollzieher ziehen das dann ein. Das ist dann besser, als wenn Sie zu irgendeinem Inkassobüro gehen und die dann mit Ihren
Wissen Sie, Schlägertruppen, wenn da hinkommen, dann haben Sie immer ein Kredibilitätsproblem, wenn Sie das an solche Leute aussourcen. Ja, das sowieso, aber es ist gut zu wissen, dass wir da dann halt auch zu Ihnen kommen können. Genau, sobald das rechtlich bei Ihnen geklärt ist und Sie dann, da können wir dann beschlagnahmen und so weiter und so fort. Ja, ja, cool. Gut. Ja, ja, vielen lieben Dank. Kein Problem. Ja, weil du mich. Das ist ja im Rahmen der Polizeiarbeit. Gefällt mir sehr gut. Eigentlich könnte man diese Bank auch als stille Knutschecke betiteln, wenn man die Vorhänge aufzieht. Ja gut, das kann vielleicht für wen auch immer gemacht sein, aber für mich auf jeden Fall nicht. Das wird dann die einsame Bank. Die einsame Bank, die stille Bank. Mhm. Oh! Hat jemand Interesse an Digi! Haben Sie sonst noch Fragen zum Objekt, Herr Lentz? Nee, ich kenne das ja. Ich habe ja, Mr. Burke hat das ja zuerst gesehen, hat sich dafür interessiert und ich muss sagen, mir hat das auch sehr direkt gefallen. Er hat sich ja dann für diese Rockford, glaube ich. Genau, das Anwesen in Rockford. Direkt beim Rockford-Schild. Genau, und da hat er sich ja dann zu entschieden und das ist super. Sehr, sehr gut. Perfekt. Reicht dicke aus. Ja, mehr als genug Platz. Definitiv. Also, da können sie sich wirklich voll und ganz austoben. Allein in der riesigen Küche. Also manch einer würde von so einer riesigen Küche träumen. Ja, für mich wird es wahrscheinlich eher ein Platz sein, der weniger besucht ist. Also grundsätzlich, weil ich viel arbeite. Mhm. Aber was man hat, hat man. Ja, definitiv. Und selbst wenn sie sich Essen liefern lassen, ne, das, was übrig ist und das erwärmen, haben sie hier definitiv mehr als genug Platz. Wie sieht es mit dem Kühlschrank aus? Muss ich mich da bei Ihnen melden, zur Einrichtung vernehmen? Genau. Einfach nochmal kurz, nach 24 Stunden, nach Schlüsselübergabe, einfach nochmal kurz melden. Mhm. Wundervoll. Hat der Kollege Ihnen irgendwas schon gesagt, wenn das mit dem Vertrag und einem geklärt ist, wann die Übergabe wäre von den Schlüsseln? Morgen, meinte er. Okay. Aber das kann ich jetzt nicht fest, das war nur vorhin am Telefon. Mhm. Ne, klar, also wenn wir das mit dem Vertrag jetzt gleich noch fertig machen, wäre dann morgen halt auch schon die Schlüsselübergabe. Ja. Je nachdem, wie Sie halt auch Zeit haben dann. Ja. Das ist immer kein Problem im Laufe des Abends. Mhm. Ja, es ist ja dann auch schnell gemacht. Fahren wir gemeinsam hin. Machen das. Wir können auch noch mal reingehen, schauen, ob alles passt. Ja. Und dann sehen wir uns wieder einen Tag später noch mal. Genau. Was brauchen Sie jetzt an Papierkram? Wahrscheinlich die Anzahlung. An Papierkram, ne? Dann gleich die Anzahlung. Ich müsste halt im System nachschauen, wenn es der Kollege jetzt noch länger verhindert ist, was Sie mit ihm als Mietkaufbetrag ausgemacht hatten. Ja. Und dann halt der Mietkaufvertrag. Der wird Ihnen dann per E-Mail zugeschickt. Sie lesen sich den durch. Ja. Unterschreiben den dann. Wir unterschreiben den und senden Ihnen dann nochmal das komplette Dokument als PDF zu für Ihre Unterlagen. Alles klar. Und dann wäre halt die Sicherheitsleistung natürlich heute und die erste Miete wäre dann nächsten Sonntag. Ja. Die müssten Sie halt manuell überweisen. Ja. Da geht keine automatische Abbuchung. Achso, ja, die Mietüberweisung kommt dann immer manuell zu jedem Sonntag. Genau. Genau, außer Sie sagen jetzt zum Beispiel, sonntags ist bei Ihnen sehr schlecht, Sie machen all Ihre Zahlungen, Ihr ganzen Rechnungskram machen Sie immer samstags, dann können wir das auch bei Ihnen, sage ich mal, generell im Vertrag halt bei uns vermerken. Ja, ich habe da keine... Dann ist es auch kein Problem. Und wenn Sie halt mal irgendwann was haben, wie Sie machen mal Urlaub oder Sie wissen, okay, warum auch immer, vielleicht, ich hoffe es natürlich nicht, ich wünsche es Ihnen auch noch natürlich nicht, Sie können aus gesundheitlichen Gründen ein paar Tage nicht in den Dienst, es wird nachher problematisch mit der Mietzahlung, mit der Ratenzahlung, dann einfach nur kurz melden und dann schauen wir, dass wir das einfach dann stunden fürs nächste Mal. Ja. Das ist gar kein Problem, solange Sie halt uns Bescheid geben, ja, das kriegen wir alles hin. Gut, ja, dann sieht sehr gut aus, machen wir so. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir ins Büro, damit der Kollege das mit dem Vertrag noch fertig machen kann. Genau, klar. Jetzt habe ich Telefon. Ja, bitte. Ich muss noch abschließen. Der Kollege meinte. Sie haben hier oben dann alle möglichen Wohnungsinneren zum Angucken, ne? Genau. Praktisch. Weil vor Ort zeigen ist immer ein bisschen schwer, wenn gerade renoviert wird, deswegen haben wir uns hier eingerichtet. Ja. Er hat Magen-Darm und so gefühlt wie Männergrippe im Sterben. Ich rufe dich mal kurz zurück. Sekunde bitte. Sicher?
Ja, aber ich habe noch was. Aber ich würde gerne kurz hier einsteigen. Warte. Er macht mich fertig. Ihr Kollege hat Magen-Darm? Magen-Darm-Grippe, ja. Oh. Er hat irgendwas gegessen, was er nicht so ganz vertragen hat. Ich weiß es nicht, aber... Bestimmt bei diesem Taco-Laden in der Southside. Also wundern würde es mich nicht, weil er liebt mexikanisches Essen, aber irgendwie... Dann wird es der Taco-Laden in der Southside sein. Aber irgendwie... Sieht er ganz schön bleich aus und das für einen Mexikaner. So, jetzt muss ich den Herrn Tanaka nochmal zurückrufen. Er hat mich auch, mit dem ich auch gerade telefoniert. Ja, sorry. Okay, ich melde mich dann einfach gleich nochmal bei dir. Und dann höre ich ja, ob es dir noch gut geht bei den wild gewordenen Leuten. Okay. Ey, es stehen 4 wild gewordene Leute vor ihm. Er muss auflegen. Dann hoffen wir mal, dass nichts Schlimmes ist. Na dann ab in die Papiere. Genau. Es hört sich nach Arbeit an. Ja. Ich krieg die Meldung die ganze Zeit auch schon auf meinen Pager. Ach du Scheiße. Naja, halb so wild. So, dann bräuchte ich gleich einmal Ihren Moment. Du kannst dich kurz darum, ich bin mal kurz telefonieren nebenan, falls du willst. Was brauchen Sie? Ihren Personalausweis. Gut. Bräuchte ich einmal? Sehr gut. Lynch. Dann hier haben Sie den einmal zurück, Herr Lynch. Mhm. Dann bräuchte ich noch einmal Ihre E-Mail-Adresse. Na ja, schauen, warten Sie mal, ich habe mich gerade letztens die erst eingerichtet. Ah ja, genau. Das ist manfred24@mail.ls. 24. Yes. Sehr gut. Genau. Habe ich das? Dann mache ich jetzt schnell Ihren Vertrag fertig. Da. Dann haben Sie ja bald Geburtstag, Herr Lynch. Ja. Ich glaube, da sollte man Sie nicht drauf ansprechen, oder? Ja. Habe ich. Die Sicherheit bezahlen Sie heute, richtig? Also die genau, 20.000. Genau, die 20.000. Der schwermütige Lynch. Steht in dem Vertrag dann auch die Kontonummer drin? Ja, das steht alles in dem Vertrag, Herr Lynch. Ah, okay. Das ist. Sie kriegen von mir jetzt gleich einen Link, dann lesen Sie sich den Vertrag durch, unterschreiben ihn, sagen mir Bescheid und dann kriegen Sie den Vertrag per PDF auf Ihre E-Mail-Adresse, damit Sie den auch haben. Ah, ja. Dann ist die E-Mail mit dem Link jetzt raus. Also ist am Senden. Ja. So, ist jetzt rausgegangen. Einmal durchlesen, unterschreiben und mir Bescheid sagen. Gut, kleinen Moment. Ich kann Ihnen das wahrscheinlich einfach über die E-Mail unterschreiben direkt, ne? Ja, dass ich die. Also, brauchen Sie eine separate Unterschrift oder reicht die Bestätigung, dass ich die E-Mail gelesen habe? Herr Faas, brauchen Sie eine separate Unterschrift oder reicht Ihnen, dass ich die E-Mail gelesen habe? Sie müssen. Ganz unten im Dokument ist ein. Da können Sie unterschreiben. Ist wichtig, dass Sie das tun. Ah. Verstehe. Ja, habe ich. Sehr gut. Dann kriegen Sie gleich die Kopie per. Moment. Dann ist die Immobilien fast. Wie kann ich Ihnen helfen? Eine Immobilie. Wohnung oder Haus? Also eher Haus. Also es soll in der Stadt sein, ja? Ja, Chat, das ist ein richtiger Vertrag. Das ist nicht mal ein was Witz. Was sagen Sie denn, müssen wir denn bei Ihnen achten? So, ist ein Pool wichtig, aber ich habe Garage, habe ich schon gehört. Ich gucke gerade nicht richtig, aber es ist wirklich ein richtig wilder Vertrag. So richtig. The fuck? Ein Boots, okay. Okay, dann. What the fuck? Ja, ich kann Ihnen nicht zeigen, ist schon abgelaufen. Der Zugriff. Das ist ja so ein Wunsch von Ihnen, deswegen
Schreibe ich das hier gleich mit auf. Ich zeige ihn gleich, wenn ich die PDF bekomme. Ich habe nur die Zahlen überprüft. Chat. Ihr Name war? Zicker. Ich habe sie notiert und sobald einer unserer Kollegen Zeit hat, meldet er sich bei Ihnen, dann gucken wir uns das dann auch vor Ort an und machen alles weitere vor Ort mit Ihnen. Bezahlst du das dann in Real? Ja, ich bezahle das dann in Bad. Wenn nicht, wenn Sie zur Übergangslösung eine Immobilie suchen, 7019, da dürfte noch was frei sein. Ist ein bisschen gehobener, hat auch in der Anlage ist auch mit einem Pool und gibt auch viele Stellplätze. So als Übergangslösung. 7019. Also da dürfte noch was frei sein. Wenn nicht, rufen Sie einfach nochmal durch. Sehr gut. Dann wünsche ich Ihnen erstmal noch so einen schönen Abend und vielleicht bis später. Tschüss. So, sollten Sie alles haben, ja. Ja. Izzy? Ja. Kannst du dem Herrn Lentsch mal schon die Rechnung ausstellen? Es waren 20.000, ne? Genau. Ja, machen wir das mal kurz raus. Und dann geben wir es mal ein. So, dann einmal bitte die Karte rein, PIN und mit Grund bestätigen. Alles klar. Dankeschön. Aua. Ja, dann können wir das auch gerade als erledigt eintragen. Oh Gott, nein. Auf der Bank da an dem Fenster werde ich... Herr Lentsch, hat der Kollege sich schon nach Ihrer Kontonummer gefragt? Nein, kann ich Ihnen aber sagen. Kurz ins richtige Feld rein. Weil nur sollte was sein, dass wir dann die Zahlung zur Not auch darüber zuordnen können. Genau. So. Ja, dann Ihre Kontonummer bitte. 507 918. Dankeschön. Später noch schnell auf dem Golfplatz ein paar Golfbälle aufheben für Kapital. Brauchst du sonst noch etwas? Nee, ich schicke ihm gerade den Vertrag. Okay. Dann fülle ich den Rest bei uns intern gerade raus. Ja. Musst du das nicht Aber machen. Ich glaube, diesmal ist es nicht so krass mit den Leuten, die reich sind. Ich glaube, du kriegst hier echt schlecht viel Geld zusammen. Ich weiß natürlich nicht, wie es nach einer Woche bei Leuten aussieht. Ich glaube, wenn du so einen Autoverkauf hast, dann wirst du sehr schnell sehr viel Geld bekommen. So, Herr Lentsch, den Vertrag haben Sie bekommen? Per Mail. Per Mail, genau. Übergabe machen wir morgen, dann rufe ich Sie im Laufe des Tages oder Sie an, dann fahren wir hoch und dann kriegen Sie die Schlüssel. Okay. Gut. Morgen, ja, das machen wir dann wieder on the fly. Genau. Ansonsten sind wir soweit durch. Rechnung ist bitte, das haben wir, Sie wissen alles. Ja. Habt ihr jetzt einen Zahlungstag ausgemacht, Izzy? Ich werde das immer so am Sonntag machen wahrscheinlich. Okay, gut. Dann, das habe ich vorher nicht mitgekriegt, deswegen frage ich lieber nochmal. Ja, also so würde ich das zumindest handhaben wollen. Ja. Falls irgendwas ist, einfach melden, dann mit uns kann man immer reden. Genau. Okay, fantastisch. Dann werden wir uns morgen nochmal sehen. Genau. Dann lasse ich sie vorne raus oder hast du jetzt vorne zugemacht? Ich habe vorne zugemacht. Dann lasse ich sie raus. Dann bis morgen, Herr Fass. So. Ne? Dann bis morgen, Herr Lentsch. Schönen Abend noch. Also ich muss jetzt sozusagen in der Woche, das ist ein Kauf, also es ist keine Miete. Ne? Ich habe dieses Gebäude jetzt mit dem Charakter gekauft. Und ich kriege jetzt in der Woche eine Rechnung von 20.000, um die Immobilie abzubezahlen. Die kostet insgesamt 770.000, glaube ich. Zumindest steht das in dem Vertrag. Und ich bezahle dann 20 Riesen die Woche. Was insane viel ist. Darum gehe ich nicht. Und ich bin einer der bestbezahltesten Positionen auf dem Server. Also, das kannst du vergessen, dass da irgendjemand irgendwas bekommt, so. Das ist vollkommen verrückt. Da musst du schon im Lotto gewinnen, Alter. Besonders, weil die Leute die ganze Zeit ins Casino laufen. Sozusagen Mietkauf, genau. Anzahlung plus... Die ersten 20.000 habe ich ja schon auf Tasche. Aber ich muss so die Woche ordentlich reindrücken, ey. Lensch verdient 1.200 die Stunde. Egal, ob anwesend oder nicht. Nee, wenn ich nicht da bin, kriegst du kein Geld. Ja? Das ist
Das ist, so ist das nicht. Also so läuft das nicht. Warum haben wir denn Overwatch? Bin ich nicht im Funk? Ich bin nicht im Funk.